Herzlich willkommen zu Star Wars The Old Republic zurück. Endlich. Zivilisation. Na los, ich zeig euch die Sehenswürdigkeiten. So. Wir sind aus dem Raumhafen erstmal jetzt hier raus. Ins Freie ist erstmal relativ dunkel. Der Himmel, ja. Und ja, ist eigentlich so wie Coruscant natürlich. Eigentlich gemacht. Verkaufen gibt es nix. Und als allererstes... Wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Bei beiden das gleiche? Dann stimmt irgendwie was nicht. Aber ich habe keine Verbindung halt von hier nach da. Okay, wir müssen sowieso auf die Promenade als erstes. Das, da geht's nicht. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Müssen ein bisschen hochfliegen. Irgendwo hier oder ja, weiter. Da kommt die imperiale Taxi-Station sozusagen. Da wo das Gelbe ist, ist das von der Republik und hier ist das von den Imps, von uns. Promenade hier, wer lesen will, wer soll's, wer nicht. Ja. Was ist da hinten? Ah ja, der wollte uns bestimmt nach Artis schicken, glaube ich. Mal sehen. Ja, das andere ist erkundet, also gehen wir mal mit dem Speeder hier auf die Promenade, auf die eigentliche. Ja, ist ganz nett gemacht eigentlich. Nur leider kann man halt sich nicht wirklich betrinken. Oder, weiß ich, einen Sklave kaufe. Das wäre aber auch was. Wäre doch auch ganz nett, wenn man sowas macht, wenn man Sklaven kaufen könnte und so. Aber, naja. Okay. Wir sehen hier mal eine Kantine. Hier aktiviere ich eigentlich nur mal schnell hier. Der Schnellreisepunkt kann nicht schaden. Falls mal irgendein Gefährt mit uns auf einmal blabbern will und was ich so als Abschluss schnell hier hin. Und da unten sind ein paar Händler. Ist glaube ich für beide Seiten die gleichen Händler. Hat man jetzt nicht gerade sich Mühe gemacht, um noch andere Händler zu holen. Naja, ist auch für die Seite hier. Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Was auch immer ihr braucht, wir haben es. Okay. Also, schlechter. Das könnte die Wett noch gebrauchen, aber sonst... Ich guck mal. Viel Glück da draußen. So. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Da. Ja. Ist eigentlich beides gleich, oder? Ja, sieht gleich aus. Gleiche Werte. Kann ich entscheiden, ja. Kann ich gleich eins für den Malaway Quinn da holen? Dann bin ich aber fast pleite. Ja, gut. Mal sehen, wie das aussieht. Viel Glück da draußen. Ach, danke, Alter. So, naja, ein bisschen anders da. Das ist so rosa Licht. Das hätten sie ruhig wegmachen können. So, mal sehen. Ja. Ja. Das andere, naja, ist überfällig. Dass du mal was Neues bekommt. Bis später. Jetzt kleiden wir den noch neu ein. Wohin geht es? Zum nächsten Schlachtfeld. Wohin sonst? So. Das wird schon wieder. Das sieht auch nicht viel anders da aus dadurch. Grau auf grau. Ach nee, weg mit dir. Da. Vielleicht kann ich ja irgendwie... Hallo. Okay, geht doch nicht. Sofort. Danke.
Das machst du für mich. Ja, ist ja schön. So, können wir noch irgendwas machen? Wir haben ja noch keine. Doch, eins von dem Flashpoint, glaube ich. Eins, ja toll, das lohnt nicht. Spezialgüter haben wir geguckt. Ja, da gibt es nur die Rüstungen. Ich könnte rein theoretisch noch so einen Kern kaufen für den. Zwei Kerne. Hat ja zwei, aber pff, jetzt den Druiden auszustatten, das kann man ja machen, wenn man 50 ist, aus Spaß. Aber jetzt lohnt es echt nicht. Ich guck mal hier noch. Achso, ja, das nur das gleiche eigentlich. Bloß ein bisschen Bonus. Ja. Ja. Das kann ich verkaufen. Das auch. Ah ja. Naja, bei mir nutzt das nicht viel, wenn ich mir eine neue Rüstung holen würde. Vor allem sieht auch meine besser aus. Nur. Ja. Was halt. So. Mal sehen. Irgendwo gibt es noch eine Tafel. Genau. Hey, der alte Hutte hier. Ganz schönes Schwergewicht. Kann sich mal ein bisschen Fett abschneiden. Statue von Karaga, dem Unbeugsamen. 800 Geburtstag. Ja, geht ja. Ich glaube, die Hutten werden so 1000. Also, ja, es hat schon die mittlere Midlife-Crisis hinter sich und ist schon auf dem Weg zum Tode, kann man sagen. Da haben wir noch auch noch was. Da haben wir das Huttenkartell. Ein bisschen versteckt wollten sie es machen. Aber, ja, man kann es finden. Wenn man es weiß, ist es einfach, aber sonst halt ganz okay. So, das wäre das Huttenkartell. So, wir müssen eigentlich nur weiter. Auf der Promenade gibt es nichts zu tun im Moment. Wir können noch da hinten, da sind die Händler. Händler, ich meine, die Trainer. Bei dem... Ja, danke. Bei den Ausbildungshändlern, Handwerksausbildungshändlern gibt es, glaube ich, nichts Neues. Können wir mal gucken. Ah, doch. Eins Neues. Stellst bei dir und deinem Gefährten 1000. Ja. Cool. Medizinische Einheit. Ach, danke. Mal sehen, was... Wo kommt das hin? Medizinische Einheit. Medizinische... Nein. Wo ist das hin? Das Neue? Ah, das ist das Neue. Okay, was... Dafür brauche ich das und das. Egal. Brauche jetzt eigentlich nichts. Nachher kann ich hier noch was herstellen, damit ich weiter da zunehme, aber... Mal sehen, gibt es irgendwo was Sinnvolles? Das kann man noch machen. Und das kann man machen. Wenn ihr mich lieber dafür einsetzen wollt? Natürlich. So, also hier ist noch ein Handelsmarkt auf der Promenade. Ist ja ein recht großer Ort, deswegen hat man hier mal... Och nee. Ihr könntet noch stärker sein. Hat man hier mal... Handelsmarkt hingemacht. Aber leider habe ich jetzt kein Geld mehr. Das ist echt schlecht. Mal sehen, was kann das? Trübt die Sicht des Ziels und reduziert seine Präzision im Nah- und Fernkampf 6 Sekunden lang um 90%. Kann nicht bei Operationsbossen eingesetzt werden. Diese Fähigkeit berücksichtigt nicht die allgemeine Abklingzeit. Abklingzeit 1 Minute. Reichweite 4 Meter. Naja gut, wir müssen sowieso für die meisten Attacken so nah ran. Aber, bringt das was? Zeigt keine Gnade. Treffen die Leute dann so wenig mich oder bringt das nichts? Frage ich mich nur. Egal, wir werden es nachher irgendwann nachlernen, weil jetzt mal sehen, ich muss vielleicht ein bisschen Geld
mir rüberschicken auf diesen Char. Ich habe ja noch genug auf den anderen. So, noch die Karte am besten ganz erkunden. Schnell. Hier müssen die Republik-Spieler hin. Da, Paris. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr es selber gemacht habt. Los, erkunde die Karte schon. Danke. Na, dann fahren wir hier mit dem Longspur-Step weiter. Ich würde gern die Raketenstiefel, den Raketenschub heißt es, würde ich unendlich einsetzen können. Das wäre, fände ich, besser. Das müssten dann für die Imperialen sein, hier irgendwas zu tun. Aber ich weiß nicht was. Hier gibt es keine Person zum Anreden. Gar nichts eigentlich. Sehr seltsam. Wo ist halt hier so lila. Und meistens, wenn es... wo beide Fraktionen halt auf dem Planeten sind und sich treffen können sozusagen, ja, dann lila ist so Imperiale und gelb, golden sind die Republik-Leute. Aber wir müssen direkt ins nächste Gebiet. Das müsste sein der koreanische Sektor. Nachher gibt's hier was zu tun, aber ja, jetzt nicht. Perfekte Arbeit, wie immer. Immerhin etwas. Die Taxiplattformen sind gerecht. Ja, fliegen wir erstmal. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Das kann ich noch gut der Wett geben, die da zwei. Das andere geht an den anderen. Das mag der auch ganz gerne. Und... ja gut, ich glaube nicht, dass ich irgendwie Plus noch bekomme dadurch auf die Wett. Weil die hat schon 5407 Zuneigung. Naja. Da geht's für die Republik-Spieler lang. In die Richtung, auf die andere. Da war wieder so gelb Zeichen. Goldener, gelb-goldener. Koreanischer Sektor. Kann man ein bisschen rummachen, aber das ist eigentlich der Haupttext. Und ja, anhalten, wer lesen will. Koreanischer Sektor entdeckt. Sehr schön, dann können wir uns direkt an den Anfang porten, was nicht wirklich was bringt, wenn wir die anderen nicht entdeckt haben, finde ich. Ja, wenn du irgendwo hin willst, dann portest du dich doch nicht zurück zu dem Taxi-Terminal, sondern eher auf die Promenade oder so. Meine Meinung. Okay, was will dieser Typ? Es ist mir eine Freude, mein Sith-Lord. Ich habe viel von euch gehört, vor allem was die Sache mit dem Agenten Delocon betrifft. Nennt mich Phantom, ich bin Narshadas bester Informationsmakler. Informationen sind mein Geschäft und das Geschäft blüht. Ja. Kann ich mir vorstellen, damit man das dann, dass man damit Geld machen kann. So. Klingt illegal. Könnte sein. Sagt mir doch einfach, was ihr wisst. Wenn ihr Informationen das Imperium betreffend habt. Mir so. Klingt illegal. Das klingt mehr als fragwürdig. Meine Methoden sind allein meine Sachen und sie liefern Ergebnisse. Ich habe sogar Informationen, die eure Interessen wecken könnten. Normalerweise verlange ich Höchstpreise, aber für euch mache ich eine Ausnahme. Das hier ist umsonst. Meine Scanner haben vom Informationsmarkt auf Narshadar aufgeschnappt. Streng geheime imperiale Geheimdienstberichte, die in Kürze an den Höchstbietenden verkauft werden sollen. Das könnte echt schlecht sein für das Imperium. Das müssen wir unterbinden. Wohl, ist eigentlich egal. Man könnte auch einfach weiterlaufen, dann werden die eben gestohlen. Okay. Wer verkauft?
Ich muss wissen, wer dafür verantwortlich ist. Die Schuldigen haben ihre Spuren gut verwischt, aber ich habe ihre Verschlüsselung geknackt. Sieht so aus, als wären es eine Bande von Hackern. Der Verkauf steht schon fast. Es ist aber noch Zeit, die Hacker zu finden und die kostbaren Geheimnisse des Imperiums sicherzustellen. Was habt ihr davon, Phantom? Danke für den Tipp. Wir bedanken uns. Ich muss nur wissen, wohin ich soll. Sie sind meist bei Marktplatz zu finden. Es ist nicht weit. Sobald ihr die Berichte findet, händigt ihr sie Geheimdienstoffizier Kellig aus. Und er wird sie sich sicher freuen, euch zu sehen. Wach. Ganz schöner Zungenbrecher, finde ich. Great Bandengebiet sind wir hier. Ganze Karte schon erkundet. Sehr seltsam. Aber erstmal müssen wir hier zu Haley Trell setzen. Oder so. Zur das war irgend so eine Sklavenhändlerin doch für den Baras. Ach, danke. Na, okay. Hab schon nach dem Schalter geguckt. Schmeichelt euch ein, wie ihr wollt. Die Exchange übernimmt euer Geschäft. Egal, wie viel Honig ihr mir um den Mund schmiert. Glaubt mir, ihr werdet das Süße dem Schafen vorziehen. Einen Schritt näher und ihr werdet von 2 Dutzend Sith umstellt. 2 Dutzend? Netter Versuch, Schätzchen. Wir sind keine Sith. Huhu, ich bin hinter dir. Was geht hier vor? Diese Gentlemen sagen, sie übernehmen Darth Barras Sklavengeschäft. Ihr habt also wirklich einen Sith im Ärmel. Nun, wir wurden ausgebildet, Sith auszuschalten. Lasst die Muskeln spielen, Leute. Ist das jetzt ein Kampf? Egal. Das ist lästig. Zack, einfach mal alle getötet. Nein, wir können doch über alles reden. Wir sind hier, ja, unter Freunden. Hier muss niemand verletzt werden. Das sehe ich anders. Außer ihr sterbt freiwillig. Eher andersherum. Okay, wer will? Dann töten wir diesen wahnsinnigen. Nein. Falsch, egal. Cool. Ganz easy eigentlich. Was hatten die anderen? Ach, 470. Die sind so stark, die brauchen wir nur anpusten, dann fallen die um. So. Hast aber nicht viel Sklaven hier, muss ich sagen. Könnte besser sein. Egal. Dann stelle ich mich mal vor. Dieser Haley Trell Setzen. Glaube ich, wird das ausgesprochen. Oder Haley Trell. Keine Ahnung, ob sie es Englisch oder Deutsch aussprechen eher. Ihr habt ein Talent für dramatische Auftritte. Ich hätte das wahrscheinlich auch selbst geschafft. Aber ich bin trotzdem dankbar für euer gutes Timing. Ihr seid der Schüler, von dem Darth Barras berichtet hat, oder? Ja, kein Problem, Schätzchen. Schluss mit Nettigkeiten. Stimmt. Was ist dir? Stimmt. Wir bleiben bei Stimmt. Endlich hat es jemand erkannt. Ich habe ein Talent für das Offensichtliche. Darum bitte ich Barras auch immer um eine Gehaltserhöhung. Halli 3, Schätzchen. Ihr seid also hier, um Lord Ratari auszuschalten. Das wird nicht einfach. Normalerweise erscheint er, vernichtet und verschwindet dann wieder. Ihr werdet ihn aus der Reserve locken müssen. Er hat ein paar dicke Geschäfte am Laufen. Wenn ihr die platzen lasst, habt ihr seine Aufmerksamkeit. Okay. Wieso mache ich eigentlich eh nicht? Ich komme auf den Planeten, töte irgendwas und dann verschwinde ich. Egal. Euer Vorgehen gefällt mir. Ich kann die Begegnung kaum erwarten. Das auch. Ich halte viel von Verlässlichkeit. Wir seien mal nett. Was ist das? Hä? Was? Noch, nee, sag nicht, dass ich einen Disconnect hab. Ich glaube es schon. Mal sehen. Ja. Okay, wir machen dann, denke ich, da weiter gleich.
und noch ein bisschen weiter. Okay, Leute, bis gleich. So, willkommen zurück. Ihr habt ein Talent für dramatische Auftritte. Lassen wir mal weg. Skippen wir. Oh, und diesmal antworten wir anders da. Was wisst ihr, sagen wir? Was genau hat er über mich erzählt? Varas hat mir erzählt, warum ihr hier seid und wie ich helfen kann. Von eurem mutigen Auftreten hat er aber nichts gesagt. Wir haben keine Zeit zum Flirten, muss ich leider sagen. Konzentriert euch auf die Aufgaben, die vor uns liegen. Entschuldigt. Varas ermutigt mich immer, meine femininen Seiten einzusetzen. Hallidral Setsin. Ihr seid also hier, um Lord Ratari auszuschalten. Das wird nicht einfach. Normalerweise erscheint er, vernichtet und verschwindet dann wieder. Ihr werdet ihn aus der Reserve locken müssen. Er hat ein paar dicke Geschäfte am Laufen. Wenn ihr die platzen lasst, habt ihr seine Aufmerksamkeit. Mit größten Vergnügen. Ja, so weit waren wir ja, glaube ich, letztes Mal. Dann, ja, machen wir wieder euer Vorgehen, gefällt mir. Und das mit der femininen Seite zeigen lassen, klingt irgendwie so, als will sie, der Varas die zur Bitch machen. Naja, vielleicht. Das klingt nach einem Plan. Varas vertraut mir nicht grundlos. Ein Tipp, wo ihr anfangen könntet. Ratari hat kürzlich das Huttenkartell unter Druck gesetzt. Es heißt, dass sie ihm bald einige wichtige Gebiete überschreiben werden. Er und sein Schüler Gierig hatten eine Konferenz mit den Hutten in deren Kartell-Hauptquartier. Also, wenn ihr da reinplatzt... Ja, das würde ganz schön eine Party auslösen. Würde ihn das ziemlich ärgern? Wäre das ein Großchaos? Wäre das ein Großchaos? Oh ja. Warten eine Menge Blaster auf mich. Nur wenn ihr zu viel mit eurem Lichtschwert wedelt. Das Kartell ist mit dem Imperium verbündet. Ratari kann sie nicht einfach angreifen. Er muss diplomatisch vorgehen. Leider gilt dasselbe auch für euch. Wenn ihr euch mit den Hutten anlegt, sollte besser keiner übrig bleiben, der euch identifizieren kann. Ja. Andere Wege gibt es nicht. Diplomatisch oder alles umnähen. Umnähen. Die Hutten sind nicht Teil meines Auftrags. Bei mir gibt es keine Überlebenden. Gibt mir keine Ratschläge. Die zwei trifft am besten zu, finde ich. Ich werde mein Bestes tun, um den Frieden mit unseren Verbündeten zu wahren. Bei der Alternative könnte man zwangloser vorgehen. Wenn diese ganze Geschichte vorüber und Ratari erledigt ist, können wir uns vielleicht besser kennenlernen. Vielleicht, sagen wir mal. Machen ihr Hoffnungen und ja, die werden dann enttäuscht, leider, aber ihr werdet sehen, irgendwas wird noch mit ihr passieren, ich weiß es, aber ich verrate es jetzt mal nicht. Wenn ich in der Stimmung bin. Wenn euch schon das Töten eines Sith Lords nicht romantisch stimmt, dann wohl gar nichts. Ich muss mich jetzt um eine Sklavenlieferung kümmern, aber ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Viel Glück. Na, kein Problem. Kann ich nicht gebrauchen. Das kann ich aber gut gebrauchen. Das nehmen wir auch. Grüne Stiefel? Du hast grüne Stiefel, Wett? Soll grau aussehen, aber irgendwie hier in dem Licht. Wie grün. Irgendwie ein bisschen so. Ja, so leicht. Also, zu irgendeinem Unterschlupf der Hutten sollen wir. Mal sehen. Wo ist das? Das ist... Okay, das ist in einem anderen Gebiet. Das sehen wir aber nächstes Mal. Oder übernächstes Mal, besser gesagt. Was macht die hier? Egal. Wir werden dann hier mal die Quests erledigen, die wir bekommen haben. Das mit dem Geheimdienst berichten und dann das mit Okabi. Hier gibt es auch noch einen Datacron. Und dann kümmern wir uns um die Hutten. Tja. Wir müssen leider sie warten lassen oder...
Wir lassen ihnen noch ein bisschen Atemluft, solange sie noch leben dürfen, kann man sagen. Also, okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.